So, ja, ich sitze hier in meiner Badchat. Ist auch eines meiner Lieblingsmaps mit der Badchat. Ich spule mal vor. Ein Schweizer Kollege sitzt hier mit mir im Zug. Jetzt habe ich schon Damage gemacht und wir haben es nicht aufgenommen. Naja, ist ja auch egal. Also das Wichtigste kommt wie immer bei mir fast zuletzt, weil ich bin so ein Mensch. Ich waste meine Badget nicht, spare meine HPs und am Ende, wenn es knapp wird, setze ich meine HPs ein und drehe das Spiel. Das ist so meine Taktik mit der Badget. Natürlich, auf manchen Maps agiere ich auch anders, aber meistens bin ich erstmal vorsichtig. Warum man das sein sollte, könnt ihr anhand unseres... Ne, das war ein anderes Match, wo die Badget sich gewastet hat. Wir haben ja nur eine Badget und das bin ich. Ja, ne? Objekt 140 vom Gegner, der wollte es unbedingt wissen und ist gestorben, ne? Das meine ich damit. Also so ein Medium direkt am Anfang da wasten, so, weißt du, wie... Abfall, Alter, ich krieg da Herpes, wenn ich sowas sehe. Ich krieg da echt Herpes, Kollege. Übrigens, wir haben ein T10 vom Clan Bia. Ja, der wird am Ende interessant. Der hat da die linke Seite mit der Hilfe von der Tortoise richtig abgesahnt und abgeräumt. Die linke Seite, aber seht ihr gleich. Ich spule mal minimal vor. Ihr seht ja, wie viel Panzer wir links haben, ne? Ihr seht ja, wir haben haufenweise Panzer links, aber dieser Bia-Typ mit dem T10, also was früher eine IS-8 war, heißt jetzt T10. Sitzt in seinem T10, wie gesagt. Der wollte jetzt den da treffen, weil ich war gar nicht auf, habt ihr gesehen? Wollte den da treffen und hat mich dann aus Versehen getroffen. Ja, so passiert das nämlich, dass man ungespottet teilweise Schaden abkassiert. So, wie ihr sehen könnt, ne, wir sind links in der Überzahl. Aber irgendwie kriegen die es nicht gebacken. Ja, da konnte ich was rausnehmen. Ah, zwei One-Shots gesnackt. Ich gehe nochmal in Reload. Hinten rechts ist ein Type 4 und da hinten irgendwo sitzt so ein Waffenträger und der zerschießt so ziemlich alles, was da ihnen in den Weg kommt. Also ich verspreche euch ein ziemlich witziges Finale, sagen wir mal so. Ja, die fressen alles, was da rechts von uns kommt. Type 4. Da ist der Waffenträger. Ah, zum Glück war hier jemand, sonst wäre ich hier drauf gegangen. Die haben mir den Arsch gerettet. Ja, dieser T-54 E1, ne, wie der jetzt auch gleich rein YOLO'd, ist echt der Hammer. Ich habe noch einen Schuss. Ich denke mir, komm, ey, der hat mir geholfen. Jetzt muss ich dem helfen. Zum Glück bin ich nicht in Reload gegangen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh, und jetzt kommt der Waffenträger und snackt hier alles weg. T-54 E1 fährt voll in den Waffenträger rein. Mit welchem Ergebnis werdet ihr ja gleich sehen. Ich bin im Reload.
Hab noch circa 20 Sekunden Reload. Ihr seht ja links, ne, wir waren absolut in der Überzahl. Da sind nur zwei Panzer, ein T10 und eine Tortoise noch. So, ich bin in wenigen Sekunden nachgeladen. Schießt leider aus der Fahrt an seine Ketten. So, Waffenträger raus. Wir haben... Wie viele Kills haben wir? Bis jetzt haben wir 5 Kills, ja. Ich werde auch am Ende Großkaliber haben. Wie viel Damage genau kann ich euch jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall Großkaliber. So, dieser Bia-Typ da ist immer noch am Leben. Jetzt bleiben nur noch unser Objekt 704 und ich als Badget. Ihr seht das hier nicht. Ich zeige auf unser Objekt 704 und drücke nach rechts. Das heißt, fahr bitte zurück. Ich habe den jetzt ein paar Mal da und jetzt sagt er verstanden. Das seht ihr jetzt im Replay nicht, aber ich habe dem Kommando gegeben, bitte zurück. Wenn man auf den Panzer zeigt mit der Kanone und nach rechts drückt, dann, also irgendwie so, keine Ahnung, ich kann das einfach, ich kann es aber nicht erklären. So. Ich spotte, ich spule mal ein bisschen vor. Ich spotte hier ein bisschen. Ich spule mal vor. Ja, die ersten werden schon ungeduldig. Wir haben über 6 Minuten. Wenn ich jetzt sterben fahre, ich bin One-Shot für die Tortoise. Tortoise kann mich locker One-Shotten. Wenn ich jetzt sterben fahre, ist unser Objekt 704 verloren. Das heißt, ich muss hier vorsichtig machen. Ich spotte. Ich habe eine extrem hohe Reichweite, so mit meinem, weil ich habe alles ausgeskillt bei denen. Ich habe ja knapp 6000 Gefechte aktuell auf meiner Badget. Deswegen ist das Ding voll ausgebaut. Er hat alles, so ziemlich alle Perks. Ich gehe Richtung 7. Perk übrigens bei meiner Wetchat. Ja, die ersten werden gleich ungeduldig und dann wird rumgeflamed. Ich spule mal ein bisschen vor. Da. They will nor come time. Was time? Wir haben 5,5 Minuten Zeit. Was ist denn los? Das ist eine halbe Ewigkeit auf World of Tanks. Ja, unten links könnt ihr lesen, weißt du, man, lasst doch mal einfach mal jemanden, der ein bisschen Erfahrung hat, mal machen und hört auf, immer so euer Senf dazu zu geben, ja. Ne, wenn ich sehe, jemand hat etliche 1000 Gefechte, so, dann laber ich den halt nicht zu und lass den mal machen. Wenn er denn es gut hinkriegt. Ich meine, ich habe 5 Kills. Waren halt sehr viele One-Shots dabei, aber ich habe meinen Damage ja trotzdem gemacht. Ne? Ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, 4, 4,5, 5, keine Ahnung. Mindestens 3,5 bis 4000 Damage und 5 Kills. Also ein bisschen was habe ich ja bis jetzt gemacht. Und es ist ja noch lange nicht Ende, wie ihr seht. Eine Full HP Tortoise ist noch am Leben. Ja, Spannung pur. Aber ich kann euch versprechen, es tut sich was. Keine Sorge. Ich weiß nur nicht mehr, wann genau ich was gespottet. Oh my god, Bad Chat. Yeah, you're so fucking noob camper. Ja, ja, bla bla bla. Ja, ja, fluchen, fluchen, fluchen.
Ihr habt mit Überzahl die linke Flanke da nicht mal halten können, richtig. Wir hatten fast alles, was wir hatten auf der linken Seite. Und sie hat trotzdem alle gestorben, also. Was soll's? Ja, surround den Blabla, da, siehst du? Tortoise kommt. Eine Full HP Tortoise. Das Ding hat 0 Schaden abbekommen. Und wir hatten da so, was weiß ich, 8 bis 10 Panzer stehen. Ja, klick, 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 klick. Du hilfst mir wirklich mit deinem Geklicke. Das ist echt sehr hilfreich. Das macht mich nicht ein bisschen kirre und verrückt so. Dadurch spiele ich besser, wenn du rumklickst. Bist echt ein cooler Typ. Mach das mal weiter. Mann, Objekt. Ich hab dir 10.000 Mal gesagt, fahr zurück, Mann. Und jetzt fahr zurück. Hör auf, da vorne rumzustehen. Du bist kein Scout. Ich bin ein Scout. Ich bin ein Medium. Ich bin ein Spotter. Du nicht. Du stehst hinten und ballerst rein. Versteh das doch bitte, Mensch. Klick, 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 klick. Klick und schimpfen. Hier, das ist gepunktet, das heißt, es wird zensiert. Klick, klick, klick. Arschloch, Penner, Camper, Noob, du kannst nichts, Badget, du bist so ein Noob. Ja, bla, 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 bla. So, ah! Einmal. Zweimal. Und daneben. Und daneben. Und den habe ich noch getroffen. Und Objekt nimmt ihn raus. So, wir haben noch 2 Minuten und 10 Sekunden Time. Ja, Kollege, chill mal dein Leben. 6, ja, klick, 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 klick. Go Moruns, go Moruns. Ja, deine Mutter ist ein Morun. Verstehst du? Huso. Deine Mutter ist ein Morun. Mal auf hier rumzupingen wie so ein Affe, Alter. So, ich denke mir, komm, Zeit läuft uns davon, also mache ich jetzt Suicide Scout. Fahr jetzt irgendwo durchs Gebüsch und fahr an die Front und irgendwie werden wir den schon killen. Ja? Wo ist er denn? Ah, unser Bierman. Ach komm, ey, ich denke mir, ey, für meine Zuschauer muss ich doch hier. Boom! Bin zwar selber auch tot, aber mach meinen 6. Kill und ja, Großkaliber und etliche 1000 Spot Damage und. Ich bin der Allerbeste, nein, Spaß beiseite. Abonniert meinen Kanal, alle Links in der Beschreibung. Wir sehen uns, bis dann. Ciao!